Einen recht schönen guten Morgen, Freitag, der 13. August. Ich wünsche euch heute speziell einen ganz guten Tag an diesem Freitag, der 13. Dieses Datum, ja, das spezielle Datum, das manche nicht lieben. Und ich habe gehört, es wird auch viel geheiratet am Freitag, den 13. August. So, jetzt wird es dann wieder ein bisschen ruhiger, wenn Sie eine neue Weide haben. Jetzt ist 13.30 Uhr, Freitag, der 13. 13.30 Uhr. Jetzt wird da der Unterweizen-Sailor gedroschen. Ich hoffe auf ein bisschen Ertrag, weil der Preis ist tiefer. Dafür hat man nicht das Problem von Ballzahl. 6 Liter Gewicht weiß ich nicht, aber Futtergetreide ist Futtergetreide. Ja, der Glas hat einen Breitverteiler. Der Schwab wird breiter abgelegt. So kann ich am Sonntag nur noch zusammen schwaben. Ich muss nicht mehr, eventuell nicht mehr setzen. Ich kann das so liegen lassen bis Sonntag. Weil morgen haben wir keine Zeit für Strohbergung, weil wir eine Hochzeit haben. Schöne, ziemlich große Körner. Ja, zum Teil sind sie ein bisschen verschmort, sehe ich.
Ja, dieses Feld nimmt der Bauer Rees. Und ich schalte dann im Abspann den Video. Ich habe seiner Bäuerin eine Balle geschenkt, mal vor 7 Jahren. Das werde ich dann oben oder am Abspann aufschalten. Das. So kommt man dann gut auf den Wagen rauf. Es wird ein Spannset rumgebunden und gut. Getreideernte durch. Nicht berauschend. Auch der Futterweizen hat ein bisschen mehr Ertrag gegeben als Brotweizen. Wie viel weiß ich noch nicht, aber nicht so, wie es sein sollte. Jetzt, unsere Planung ist so, Stroh bleibt liegen bis Sonntagmorgen. Dann wird es gewalmt und gepresst. Und wir verräumen das am Sonntag, weil, wie gesagt, du wisst es ja schon, große Hochzeit ist morgen hier auf dem Hof. Ja, da hat es in Ersingen einen neuen Waldtrag gegeben. Einen G135 habe ich gelesen. Jawohl, gut.